Willkommen zu einem weiteren Video von Roland Mösel, Gründer der Planetary Engineering Group EOS. Diesmal geht es um das bedingungslose Grundeinkommen. Viele träumen davon in unglaublichen Höhen, aber wozu überhaupt das bedingungslose Grundeinkommen? Damit müssen wir uns näher auseinandersetzen und die Argumente dafür sind komplett anders, als Sie es bisher gehört haben. Savante Arrhenius entdeckte schon 1895, dass Kohlendioxid einen Einfluss auf das Klima der Erde haben wird, dass es zu einer Erderwärmung kommen wird. Aber bedauerlicherweise hat man viele Jahrzehnte versäumt, irgendetwas darüber zu tun. Die normale Reaktion einer normalen Zivilisation wäre gewesen, spätestens 1914 die erste große Weltklimakonferenz abzuhalten und spätestens 1939 wäre man dann soweit gewesen, bei einer Konferenz den endgültigen Ausstieg aus der CO2-Emission zu beschließen. Ja, vielleicht wären dann ganz berühmte Flugzeugbauer wie zum Beispiel Messerschmitt oder De Havilland ganz berühmte Hersteller von Windenergieanlagen geworden. Sie hätten ihre Talente in andere Sachen investieren können, aber leider, es kam nicht dazu. Damals hätte man noch die große Chance gehabt, unter 350 ppm zu bleiben. Heute müssen wir davon ausgehen, dass wir eine Planetensanierung brauchen, um mit irrwitzigem Aufwand wieder schnellstmöglich, und schnellstmöglich ist irgendwo am Anfang des 22. Jahrhunderts, auf 350 ppm CO2 zurückzukommen. Hätte man sich bei einer schnellen Reaktion alles komplett ersparen können. Was sind heute so die Ziele? Die Netto-Null-Emission. Ja, auf ewig wird die Natur weiter 20 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr absorbieren und dann brauchen wir eigentlich nur auf 20 Milliarden Tonnen runterkommen und das ist dann die Netto-Null-Emission. Wie wir sehen, gibt es einen ganz beträchtlichen Unterschied zwischen Ziel Netto-Null-Emission und dem Ziel Planetensanierung wieder auf 350 ppm zurückzukommen. Hier haben wir eine Tabelle von 1750 bis heute, wie sich die CO2-Emission und das CO2 in der Atmosphäre entwickelt haben. Ja, vor 80 Jahren hätte man noch die allerbesten Chancen gehabt, unter 350 ppm zu bleiben und die ganz großen Probleme zu vermeiden. Wir brauchen BGE für einen umfassenden, schnellstmöglichen Umbau des Systems. Wir brauchen ihn, um diese ganzen Änderungen des Systems einfacher zu gestalten. Das ist der Grund für BGE. Viele alte Methoden sind mit einer guten Überleben nicht vereinbar. Und zu diesen alten Methoden gehören die konventionelle Landwirtschaft, schlechte, nicht sanierbare Häuser, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und das Menschenrecht auf Arbeit. Ja, das Menschenrecht auf Arbeit kam irgendwie unter Artikel 23 in die Menschenrechtskonvention hinein und daraus abgeleitet wird dann das Staatsziel Vollbeschäftigung. Jeder soll Vollzeit arbeiten. Ja, tolles Ziel. Dann die ganze Arbeitslosenversicherung, weil von der Arbeit hängt ja die Existenz ab. Und wenn man mal keine Arbeit hat, dann muss man irgendwie versichert sein, dass man weiter existieren kann. Der Kündigungsschutz, ja, das ist auch damit zusammenhängend, dass eben die Arbeit als das einzige Existenzsichernde anerkannt wird. Und der Mindestlohn. Alle diese Sachen sind durch das BGE dann komplett überflüssig. Wir müssen, um die Gesellschaft BGE-kompatibel zu machen, darauf schauen, dass wir kein Hochpreisland werden oder
wenn wir es schon sind, dass wir das wieder rückgängig machen. Weil Hochpreisländer werden mit der Zeit völlig konkurrenzunfähig. Weil in einem Hochpreisland muss man einen Mitarbeiter wesentlich mehr zahlen als in einem Niedrigpreisland. Oh, in einem Niedrigpreisland, ja, sagen wir mal 2.500 Euro und das ist die Abzahlung von einem Haus, Abzahlung von einem Auto, sonstiges und dann kann man noch sparen und Vorsorge leisten. Super, so viel Geld. Und in einem extremen Hochpreisland wie in Kalifornien ist das die Miete von einer mittelmäßig kleinen Wohnung und dann braucht man noch viel, viel mehr Geld, um überhaupt irgendwie leben zu können. Daher müssen wir schauen, dass wir das Wohnen vor allem wesentlich billiger machen, als es in vielen Hochpreisländern heute der Fall ist. Schauen wir uns mal an, was sozusagen in Österreich an Grundeinkommen ähnlichen Dingen bereits realisiert sind. Das Kindergeld. Wenn man eine Familie Kinder hat, bekommt sie vom Staat eine Unterstützung. Und die hängt vom Alter des Kindes an und ist von 114 bis 165 Euro pro Monat. Dann gibt es in Österreich de facto ein bedingungsloses Grundeinkommen für Pensionisten. Ja, da hat er 40 Jahre gearbeitet, aber er hat so schlecht verdient, dass er eigentlich in der Pension zu wenig zum Leben hätte. Und dann kann er einen Antrag auf Ausgleichszulage stellen. Und je nachdem, ob er jetzt allein ist oder verheiratet ist, wird seine Pension aufgestockt auf die Mindestpension und die ist 1.000 Euro für also Alleinlebende und 1.578 Euro pro Monat für Paare. Aber nur knapp 2% der Gesamtbevölkerung beziehen so eine Ausgleichszulage und dann ist ja meistens so, dass auch das eigene Pensionsaufkommen, was man sich durch jahrzehntelanges Einzahlen in die Sozialversicherung erworben hat, einen beträchtlichen Teil dieser 1.000 oder 1.578 Euro darstellt und das wird ja nur nach oben ergänzt auf die Ausgleichszulage und damit ist es eigentlich relativ verschwindend gering. Nun, da gibt es also die absolut kuriosesten Vorstellungen über die Höhe des BGE. Ja, das BGE ermöglicht volle Teilnahme eines Singles mit einer nur von ihm allein genutzten Mietwohnung in einer hochpreisigen Stadt. Ernsthaft, wer soll denn das bezahlen können? Das wäre ja weit über das, was in Österreich an Mindestpension ausbezahlt wird. Ja, die Leute träumen da von 1.200 Euro pro Monat und noch mehr. Gut. Ein klares Nein zu solchen BGE-Illusionen. Hier ist nicht der Luxus umzuverteilen, sondern eine Zivilisation am Rande der Selbstzerstörung. Wir müssen enorm viel ändern, um dieser Selbstzerstörung zu entkommen. Stattdessen habe ich ein großartiges Leben in einem neuen Land für Energiesiedlung. Land für Energiesiedlungen werden billigen Baugrund zur Verfügung stellen, wo aber nur Klimaschutzüberlegenheitshäuser gebaut werden dürfen, als maximale Beitrag eines Einzelnen zum Klimaschutz. Schauen wir uns mal an, ja, da haben wir eine vierköpfige Familie im Jahr 2020 und dann nehmen wir an, die haben alle ungünstige Berufe gehabt und sind im Jahr 2030 arbeitslos. Ja, vielleicht war der Mann LKW-Fahrer und dann kam der selbstfahrende LKW und wesentlich weniger LKW-Fahrer werden gebraucht. Ja, es kann schnell gehen.
in einer sich schnell ändernden Gesellschaft. Und was wir absolut nicht brauchen können und durchführen können, ist der Heizer auf der E-Lok. Den hat erst 1982 Margaret Thatcher im Kampf mit der Gewerkschaft abgeschafft. Schauen wir uns mal an, diese Familie. Ja, Robert und Helga, eher Vollzeit, sie Teilzeit arbeitend. Dann Franz, für den wird Kinderbeihilfe bezogen. Und Laura, für die wird auch Kinderbeihilfe bezogen. Ja, wohnen, 900 Euro pro Monat Miete. Aber dann kommt noch Raum, Wärme und Warmwasser dazu, Wasserkanal, Müllgebühren, sonstige Betriebskosten, dann noch der Treibstoff fürs Auto, Autosteuer und Versicherung und dann müssen sie noch Strom einkaufen. Stromverkauf ist natürlich null, Lebensmitteleinkauf, ja, sehr sparsam, 400 Euro pro Monat. Lebensmittelverkauf natürlich null. Dann haben wir Einnahmen von 2600 Euro pro Monat, aber Ausgaben von 1900 Euro pro Monat. Und das frei verfügbare Einkommen ist nur 700 Euro. Ja, und dann 10 Jahre später, beide sind arbeitslos. Franz ist inzwischen 18 Jahre alt geworden und ist ein Lehrling. Und da bekommt er 400 Euro pro Monat und er bezieht natürlich auch das BGE. Laura bezieht auch das BGE, dafür gibt es natürlich keine Kinderbeihilfe. Ja, Raum, Wärme und Warmwasser wird gemacht mit dem Strom vom Haus. Wasser, Kanal und Müllgebühren gibt es weiterhin 100 Euro pro Monat. Sonstige Betriebskosten werden auf null reduziert, kann man ja vieles selber machen. Treibstoff für das Auto, ja, es ist jetzt natürlich ein Elektroauto und wird für den Strom vom Haus aufgeladen. Auto, Steuer und Versicherung, ja, in Österreich sind Elektroautos von der Kfz-Steuer befreit, also deutliche Ersparnis. Stromeinkauf, ja, ist eigentlich völlig überflüssig. Das Haus macht genügend Strom. Stromverkauf, ja, 1600 Kilowattstunden pro Monat, aber dafür gibt es nur ein 100er. Lebensmitteleinkauf halbiert, weil man hat ja bei dem Haus 60 Quadratmeter Glashaus mit Vertical Gardening Aeroponik, wo man eine enorme Menge an Lebensmittel ernten kann. Ja, teilweise werden diese Lebensmittel verkauft, teilweise kauft man ein bisschen was ein. Aber auf jeden Fall, man hat durch die Lebensmittel sogar ein kleines Zusatzeinkommen. Ja, das Haus muss natürlich auch gekauft werden. Dafür habe ich hier eine Kreditrate von 550 Euro pro Monat vorgesehen. Ja, Baugrund sehr billig. Es ist in einer neuen Siedlung Land für Energie, wo eben nur solche Klimaschutzüberlegenheitshäuser gebaut werden dürfen. Haus ist selbst gebaut, do it yourself, weil man hat ja arbeitslos genügend Zeit dafür. Und dann haben wir jetzt gesamt Einnahmen von 2000 Euro und Ausgaben von nur 880 Euro. Das heißt, man hat auf einmal 420 Euro mehr frei verfügbares Einkommen, als man früher gehabt hat. Eine beträchtliche Zunahme an Lebensstandard. Der ökologische Fußabdruck, ja, der kann auch kleiner als null sein. Wenn man nämlich so viel Energie liefert, dass man eben in der Bilanzierung eben unter null kommt. Und die Betriebskosten eines Hauses können auch kleiner als null sein, weil man eben so viel Strom verkauft. Der wichtigste Aspekt dabei ist es, Verlierer zu Gewinnern machen. Es gibt in jedem Land Angstmacherparteien. Die machen den Leuten nur Angst. Die Zukunft wird schrecklich sein. Wählt uns. Mit uns bleibt alles gleich. Oh. Ja, und diese Parteien wollen überhaupt nicht über Zukunft diskutieren, über die Anforderungen an die Zukunft. Nein, diese Parteien wollen nur Angst verbreiten, damit sie aus diesen verängstigten Menschen
Wähler gewinnen können. Und diesen Verhinderern, denen müssen wir die Argumente aus der Hand schlagen, indem wir eine großartige Zukunftsvision aufbauen von Leuten, die das Pech gehabt haben, durch all die Änderungen in der Gesellschaft auf einmal arbeitslos zu sein, aber trotzdem ein großartiges Leben haben. Das war ein weiteres Video von Roland Mösel, Gründer der Planetary Engineering Group Earth. Und wie immer, like, comment, subscribe, hit the bell, also die Glocke drücken, damit Sie verständigt werden, wenn ich wieder ein neues Video mache.